In der Mainzer Augustinerkirche ist der verstorbene Kardinal Lehmann aufgebahrt. Trauernde können seit einer Woche Abschied von dem katholischen Theologen nehmen. Es war uns wichtig, einfach persönlich sich von ihm zu verabschieden, weil er war einfach ein ganz außergewöhnlicher, herzlicher Menschenfreund und hat viel für Mainz getan. Er ist nämlich ein großer Seelsorger gewesen. Für uns auch sehr großer Verlust jetzt. Der frühere Mainzer Bischof und ehemalige Vorsitzende der Bischofskonferenz war am 11. März im Alter von 81 Jahren gestorben.